Hallo und herzlich willkommen zu meinem Strick-Podcast Maschengedöns. Das ist heute meine 21. Folge und ich muss euch direkt vorwarnen, ich bin nicht so sortiert. Ich habe zwar Notizen gemacht, aber mich irgendwie nicht wirklich, also so ein bisschen bereite ich mich halt immer darauf vor, aber das habe ich heute nicht hingekriegt. Jetzt habe ich aber so lange nicht gefilmt und habe doch ein paar Sachen zu erzählen. Vielleicht nicht so viel zu zeigen, aber viel zu erzählen. Und habe gedacht, ich verschiebe es jetzt nicht mal noch weiter. Also es ist jetzt auch schon relativ dunkel draußen, wenn ich jetzt hier so rausgucke. In der Kamera sieht es aus, als wenn das mit dem Licht noch geht. Deswegen habe ich gedacht, ich mache das jetzt, ziehe das jetzt gnadenlos durch. Da müsst ihr jetzt mit mir durch. Und filme jetzt, bevor das jetzt noch länger dauert, bis ich mich wieder bei euch melden kann. Was war los? Warum, also... Muss mich ja auch nicht rechtfertigen, ich mache es aber trotzdem. Irgendwie war viel. Dann privat los, dann mit Stricktreffen und sonstige Geschichten, Termine unter der Woche. Und dann zwischendurch auch mal Tage, wo man dann keine Lust hat zum Filmen. Da macht es auch keinen Sinn, weil dann wird es nicht gut. Und dann gestern wollte ich filmen, da hatte ich es irgendwie, hat es mich mit dem Magen erwischt. Das ist heute besser, es ist immer noch nicht gut, aber es ist besser. Und irgendwie kam immer sowas dazwischen. Ja, jetzt sind wir aber da. Ich freue mich, endlich wieder mit euch quatschen zu können, euch zu erzählen, was ich getrieben habe in der letzten Zeit. Und damit fange ich auch direkt an. Anstatt euch was zu zeigen, werde ich jetzt als allererstes von dem Stricktreffen berichten, von dem ich euch erzählt habe. Und zwar haben ja die Wollkekse Sandra und ich ein Stricktreffen organisiert in, Steinfurt, jetzt fällt mir der Ort nicht ein. Also in Steinfurt auf jeden Fall in einem Café. Und da haben auch einige Leute zugesagt. Zwei haben kurzfristig wieder abgesagt, sodass wir im Endeffekt da zu neunt waren an dem Tag. Das war toll. Es war auch eine tolle Anzahl an Menschen, fand ich, weil man mit jedem sich wirklich richtig gut unterhalten konnte mal. Also da ist keiner einem so durchgegangen oder man dachte nachher so, ach, mit dem hätte ich mich mal länger unterhalten können. Das fand ich irgendwie total gut. Und dazu kam, es waren wirklich ganz, ganz tolle, liebe, nette Menschen, die wir da teilweise durch Podcast kannten, teilweise durch Instagram kannten, das ist ja kein Kennen, und teilweise sogar gar nicht kannten. Und trotzdem hat es gepasst, es ist wieder wirklich so gewesen, dieses Thema oder dieses Hobby-Stricken, das verbindet einfach so, das hat man da wieder gesehen. Das war ein wirklich ganz, ganz toller Nachmittag. Wobei, ich muss vielleicht mal anders anfangen, es fing ganz anders an. Ich bin um 5 Uhr in der Nacht aufgewacht, das ist ganz untypisch für mich, aber irgendwie war das in der Nacht so. Guck auf mein Handy, es liegt neben dem Bett in der Nacht. Und dann hatte Sandra mir schon geschrieben, dass sie erstmal mit ihrem Kleinen zum Arzt muss, weil der Fieber hat. Oh, dachte ich, nein, oh, die Arme, dann kann die gar nicht mitkommen. Also ich habe mir direkt gedacht, so beim Arzt morgens oder... Das war ja am Wochenende, Krankenhaus, das dauert ja ewig. Ja, tat mir total leid, ich schon in meinem Kopf so umstrukturiert, also ich fahre halt dann alleine und was machen wir jetzt mit den Giveaways? Ach, das war irgendwie alles schon blöd angefangen einfach. Naja, ich habe mich dann halt auf den Weg gemacht, sodass ich um vor 11 da war. Und dann tudelten die ersten ein, die erste, die ich sah und kannte halt, war die Mimi. Das war irgendwie sehr schön, also die Mimi. Von Mimi liebt Wolle. Ich habe es im letzten Podcast, habe ich es gesagt, aber war mir nicht sicher, ob ihr Podcast so heißt. Aber er heißt so. Sie hat es mit Humor genommen. So. Das ist schön. Aber so habe ich sie auch eingeschätzt. Und die Alexandra. Ja, und dann trudelten alle nacheinander irgendwie ein. Und das war wirklich, war toll. Also bei ein, zwei guckte ich so, die konnte ich überhaupt nicht einsortieren erstmal und dann stellten sie sich aber mit ihrem Instagram-Namen vor und dann hat man ja ungefähr was. Und, ach, das war echt, das war wirklich toll. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, die Sandra kam dann auch, ich glaube mit zweieinhalb Stunden Verspätung. Auf jeden Fall kam sie noch und ach, dann waren auch alle froh und sie dann auch erleichtert, dem Kleinen ging es gut und ja, das war ja wichtig. Und dann hatte sie auch unsere Giveaways dabei, Giveaways. Geschenkt wurde da auch natürlich wieder eine ganze Menge.
Boah, wo fange ich denn an? Also ich überlege gerade mal zu erzählen, wer so da war überhaupt. Ich habe mir es nämlich aufgeschrieben. Ich kriege die zwar auch so zusammen, aber das dauert ewig, wenn ich in meinem Kopf krame. Also wie ich eben schon sagte, klar, Sandra und ich waren da. Dann die Mimi von Mimi liebt Wolle. Dann war da die Lotta von Teufelchen strickt. Ihren Podcast kennt ihr mit Sicherheit auch. Und wenn nicht, schaut mal rein. Der ist gut. Genauso wie bei Mimi liebt Wolle, aber irgendwie gehe ich immer davon aus, dass ihr die Podcasts alle kennt. Aber ist das vielleicht sogar Quatsch, ne? Weil selbst ich entdecke ja immer mal wieder neue, die mir irgendwie durchgegangen sind. Oder ja, weiß ich weiß gar nicht, woran das liegt. Gibt ja auch nicht, also es gibt ja Podcaster, die, oder warte mal, irgendwer führt sogar eine Liste. Ich glaube, die Kaschne, die hat einen Audio-Podcast. Die hat, glaube ich, wirklich so eine Liste für die über Podcaster auf YouTube, übers Stricken. Also wer da Interesse hat, muss da vielleicht mal rein. Ich glaube, die, wenn die ihre Audio-Podcast macht, ist da, glaube ich, ein Unterpunkt immer, dass sie die laufenden Podcasts aufzählt. So, was war ich? Achso, Lotta, das Teufelchen, genau. Dann war da die Alexandra, die mit Mimi kam, das erzählte ich gerade schon. Das war auch eine ganz tolle Begegnung, weil Alexandra kenne ich schon lange, also ich weiß gar nicht, ob sie seit meinem ersten Video meine Podcasts guckt. Auf jeden Fall kommentiert sie immer unten drunter ganz lieb und nett und die ist mir halt immer schon aufgefallen. Und ja, und sie war da und ich durfte sie endlich kennenlernen und das war richtig toll. Also da habe ich mich richtig gefreut. Wie bei allen anderen auch, aber trotzdem, das war halt nochmal so ein besonderer Hintergrund. Dann kam die Katja, die ist Fairy Kay auf Instagram. Die ja, kannte ich eben unter dem Instagram-Namen und ein paar Kommentaren und so. Und das war auch richtig nett. Die hat mich direkt wieder angefixt mit einer Fernerwolle, die sie gekauft hatte und wo sie ein Tuch von strickte. Und ja, Hunde hat sie auch. Da waren wir dann auch direkt auf einer Wellenlänge, sag ich mal. Das war echt nett. Dann waren die Ulala, die Ulla von Ullalan, Ullalan auf Instagram, genau. Ja, sie saß so ein bisschen, ja, wenn man jetzt sagen will, ich will mich am wenigsten geredet habe, aber sie saß so ein bisschen so in meinem Winkel. Das wäre vielleicht auch nett gewesen, da nochmal ein bisschen mehr zu quatschen. Aber so ein bisschen haben wir das schon gemacht über Eck. Das war echt, ja, auch schön zu dem Instagram-Namen und Kommentaren endlich mal ein Bild zu haben. Also, und nett einfach. Dann war die Iris noch da. Das ist Foxy30, also 3004 auf Instagram. Sie kannte ich eben auch, also von vielen Kommentieren auch her. Und auch das war eine super nette Begegnung. Ja, und dann war noch Gabi. Gabi ist nirgendwo vertreten mit irgendwas anderem. Aber das war so ein bisschen, ja, kenne ich nicht, habe ich noch nie gehört, wo ordne ich dich jetzt ein? Und man hatte so das Gefühl, sie kennt unsere Podcasts aber total und war auch total lieb und herzlich und das war wirklich die einzige, wo ich überhaupt keine Verbindung zu hatte. Und das war aber ganz schnell natürlich wieder da über unser Hobby. Aber das ist auch eine spannende Erfahrung dann wieder. Ja, so, ich wollte einfach alle mal erwähnen, die da waren, weil das so schön mit euch war. Vielen Dank für den schönen Nachmittag. Und wir haben ja schon, das kann ich vorab schon mal sagen, haben ja schon beschlossen, dass wir das wiederholen werden. Also ich denke, am Anfang nächsten Jahres, da werden Sandra und ich da nochmal schauen, dass wir da was ins Leben rufen. Weil das, ja, war eigentlich allen klar, wir wollen uns nochmal treffen. Ja, ich kann euch aber mal ein paar Geschenke zeigen, die ich bekommen habe an dem Tag oder die ausgetauscht worden sind. Eins fällt mir gerade ein, habe ich nicht dabei von der. Von der Iris habe ich so ein tolles Windlicht bekommen, quasi mit Schrumpffolie drum, mit so Engeln drauf. Und da drinnen ist so eine Kerze, aber keine echte, sondern eine mit Batterie. Und zwar ist das so, dass das eine Zeitschaltuhr irgendwie drin ist. Und die leuchtet, glaube ich, 4 oder 5 Stunden am Abend irgendwie. Ein ganz spannendes Ding steht bei mir im Wohnzimmer. Ist seitdem ich das habe schon im Betrieb, deswegen habe ich es natürlich jetzt vergessen, hier mit hochzunehmen. Aber es war auch ein ganz tolles Geschenk, gerade jetzt zur Weihnachtszeit. Als wenn das alles auch nicht genug gewesen wäre, dass wir uns gegenseitig beschenken, indem wir da sind und einen schönen Tag miteinander haben. Nein, gab es natürlich noch mehr Geschenke. Das muss ich jetzt hier einmal zeigen, weil da. Guck mal. Eine Projekttasche. Mit Weihnachtsmotiven drauf.
Und wisst ihr, von wem ich die hab? Von der Alexandra. Toll, oder? Hier schön mit Grün, oben rot, hier noch so ein kleines mit Perlen, damit man das besser greifen kann. Und innen zeige ich euch mal, innen so ein Stoff und auch noch mal mit Grün abgesetzt. Da habe ich gedacht, boah, wär was für eine Arbeit, hier nochmal mit Grün abzusetzen. Jetzt muss ich mal petzen, Alexandra. Wisst ihr, warum sie das gemacht hat? Weil sie meinte, dieser Stoff passt nicht so gut zu dem Stoff. Also, ich verstehe, was sie meinte. Aber das wäre doch gar nicht nötig gewesen, sich dann nochmal so einen Aufwand zu machen. Aber es macht natürlich auch nochmal unheimlich was her, finde ich, das Abgesetzte. Also, toll. Und also dadurch, dass ich ja auch schon selber mal Taschen nähe, also sieht man sowas einfach, ne? Das ist schon toll, macht das echt gut. Ja, da habe ich mich riesig drüber gefreut. Da fehlten mir auch so ein bisschen die Worte. Das war so das erste Geschenk, was ich bekam. Und ja, irgendwie habe ich damit nicht gerechnet. Ja, es ist auch so ein bisschen gülden hier. Das Glitzer seht ihr, glaube ich, nicht in der Kamera, ne? Vielleicht die Hundehaare, aber mehr nicht. Ist nämlich schon seit dem Tag direkt in Benutzung. Genau, das war das. Dann habe ich, ich habe noch mehr Geschenke bekommen. Wisst ihr was? Ich habe die seit dem Tag weggepackt, damit ich da nicht dran gehe, außer zwei Stücke Schokolade. Die habe ich mir mit meinem Mann schon gegönnt. Nee, seitdem habe ich die hier verpackt gelassen, damit die nicht durcheinander kommen und ich ja, die nicht wiederfinde, wie auch immer. Für den Podcast, genau. Das heißt, ich werde das jetzt mit euch zusammen auspacken. Ja, was haben wir da bekommen? Fangen wir da, das war nämlich das zweite, was ich bekommen habe. Also mal gucken, wie das gehört. Ein bisschen knister, knister. Das war natürlich alles ein bisschen schöner arrangiert, als es jetzt aussieht. Das hier war das zweite, was ich bekommen habe. Das habe ich von der Gabi bekommen. Und zwar ist das hier quasi ein Bobbelhalter oder wofür du auch immer das nehmen willst, ist ja eigentlich egal. Also hier drin war noch so schön, also ein wunderschöner Anhänger mit so einem Mandala drauf. Hinten ein paar Worte. Und dann hier, oh, fällt es runter. Und dann hier noch Süßigkeiten, Tee, Yogi-Tee und ein Kaffee, glaube ich. Oh, das wird gleich nicht mehr lange leben. Genau, und dann zeige ich euch jetzt das erstmal nochmal. Den hat sie selber gehäkelt. Aber wie? Also ich finde das wirklich, das ist so klein und also das ist einfach Wahnsinn. Also ich häkel ja auch, aber sowas ist heftig. Das kann man halt auch hochklappen oder auch ganz umdrehen, das Ding. Dann hat man die Seite oben. Ein bisschen was von der Mütze auch, ne? Das ist zu klein für mich. Ja. Und also irgendwie als Wollhalter, ich werde das jetzt sofort auch in Benutzung nehmen. Da könnte ich mir unten, ich habe mal auf meinem Platz, den ganzen kleinen Krimskrams reinschmeißen, den ich immer für meine Stricksachen auch brauche. Das liegt da so doof auf der Fensterbank, das ist nicht schön. Das ist doch eine gute Idee, das mache ich. Beim Podcasten hat man doch die besten Ideen. Ja, und dann auch noch von ihr, das hier ist nicht von ihr, das muss ich mal abmachen. Gab es hier noch mal so was Süßes? Das ist also einmal hier oben so eine Büroklammer. Das könnte ich mal an mein Anleitungsheft machen. Ja, jetzt muss man es eigentlich abschieben und dann ist hier drinnen ein Tee verpackt. Aber voll nett, so mit wirklich mit Liebe eingepackt, super schön, gefällt mir richtig gut. Richtig toll. Ja, da habe ich mich auch riesig gefreut. Kriege es natürlich wieder nicht so hin, wie es war, ne? Ist ja klar. So glaube ich. Genau. Einmal drücken, dass ich auch den Zettel wieder habe. So, genau. Was haben wir denn hier noch? Dann habe ich hier von. Oh nein. Also Maschenmarkierer. Was jetzt hier zu lang dauert. Und zwar von unserem Teufelchen. Von der lieben Lotta. Kriege ich nicht in einer Hand. Diese drei schönen
Maschenmarkierer. Konnten wir uns welche aussuchen und ich habe gerade irgendwie wieder eine Blauphase und deswegen diese drei. Die kommen dann jetzt auch in Benutzung. So, jetzt langsam wird das Licht doch ein bisschen. Ich überlege, ob ich euch auch mal meinen leeren Stuhl zeige und mal kurz ein bisschen Licht noch an zwei, drei Stellen mache. Wartet mal einen Moment. Man weiß es nicht. Ich lasse es jetzt so. Jetzt habt ihr auch mal meinen leeren Stuhl gesehen. Da sieht man den nicht. Doch, doch, ist nicht so schön. Ne? Egal, jetzt sind noch mal drei zusätzliche Lampen an und gucken wir mal, wie das funktioniert. Müssen wir jetzt durch im Winter. Dann habe ich noch hier ein, ist auch schon ein bisschen demoliert, ein schönes Päckchen bekommen von der Mimi. Das haben auch alle bekommen. Das mache ich jetzt mal auf. Weil, das habe ich auch noch nicht richtig geöffnet. Ich habe es von außen zehnmal angeguckt, aber noch nicht wirklich geöffnet. Und hole mal raus, was da drin ist. Also, einmal zwei Tees. Ist auch gut. Puka Love. Die riechen aber alle nach Nüsse, weil hier auch Nüsse drin sind. Da muss ich mal ausprobieren. Also zwei Tees. Obwohl ich dann Süßigkeiten und Nüsse, habe ich ja gesagt. Und dann dieser schöne Strang, guckt mal, oh, da ist sogar festgebunden, das kann aber gut. Dieser mit Glitzer habe ich einen bekommen. Seht ihr das Glitzer? Ja, ein bisschen sieht man es, ne? Lila mit Weiß. Voll schön. Den werde ich irgendwo einarbeiten. Das sind absolut meine Farben. Krass. Oh, die hat aber, also so dicht kann ich meine gar nicht wickeln. Sehr schön. Freue ich mich. Und die coolste Idee dabei war, nee, einmal fangen wir mal hier mit an, hier ist nämlich noch was dran, und zwar ein Progress Keeper, und der ist auch so witzig. Mal gucken, ob man den von beiden Seiten sieht, ja. Und zwar ist da unten, guck mal hier, so geht das, ein Frosch dran. Kennt man den? Ein kleines Fröschchen, voll süß. Ja. Und der hängt an was total Witzigem. Also das war ja auch eine super Idee. Und zwar sind hier so komische Krümels drin. Seht ihr das? Ja, das sind nämlich Samen. Samen sind das. Und zwar Baumwollpflanze, steht hier drauf. Gossypium. Und da drin ist auch noch irgendwie eine kleine Anleitung und wie man das einpflanzt und so. Und damit kann man sich vielleicht eigene Baumwolle anpflanzen. Finde ich total süß, auf die Idee zu kommen, finde ich total gut. Ja, genau, das waren Geschenke, Geschenke, Geschenke. Ich glaube, ich hatte noch irgendwo Maschenmarkierer von jemandem bekommen. Ach ja, von der Gabi auch noch, aber der ist in Benutzung. Hab ich, nee, ich glaube, den hatte ich benutzt und habe den aber schon wieder zurück in meine, also mit so einem Pömmelchen dran, so einem grauen. Wie nennt man das denn? So ein Bällchen, so ein Fluffy-Bällchen, keine Ahnung. Aber den fand ich auch niedlich, herrlich, echt. Was habe ich hier noch? Nee, das ist, ach ja, was ich euch noch zeigen wollte, genau. Ich hab von unseren eigenen Giveaways eins abgesagt, weil wir haben ja auch so kleine so Wollstränge reingetan, so 20 Gramm Stränge. Und teilweise von mir gefärbt, teilweise von Sandra gefärbt. Und weil wir mehr gemacht hatten halt, habe ich mir natürlich einen, da muss ich jetzt auch einfach mal aufmachen, habe ich mir einen genommen, den Sandra gefärbt hat, den ich so toll fand. Ach, Moment. So. Da habe ich mich dann einfach selber mit belohnt. So, knies dann auf. Ach ja, Maschenmarkierer ist auch noch drin. Ja gut, den, naja. Genau, und zwar ist das dieser Strang. Ah, ja, da sieht man so ein bisschen, es ist grün und blau gesprenkelt. Also es ist ein richtiger, hier sieht man es auch, ein richtiger Sprenkelstrang. Toll.
Der kommt auch im Fass doch vielleicht ganz gut mit dem hier zusammen. So vom Style. Ich habe dann noch so ein paar. Muss ich mal gucken, auch was ich daraus mache. Ja, Entschuldigung. Und dann wollte ich euch noch was zeigen, was ich total witzig fand. Ich habe als erstes am Anfang einen Cup oder ein Latte Macchiato bestellt und andere auch. Und auf einmal gucke ich so und denke, was ist das denn? Das ist so Zuckertütchen. Und dann schaut euch mal diese Zuckertütchen an, die es da gab. Wo muss ich das hinhalten? Da. Das ist nicht gut. Ja, erkennt ihr es? Jetzt ist es, glaube ich, scharf. Und zwar ist das so ein Häkel. So ein Häkelteppich. Also so ein häkelrundes Ding. Und hier ist auch gestrickt, so im Vereilmuster was drauf. Mit einem Reißverschluss in der Mitte. Ich habe mich totgelacht. Ich habe die Bedienung erstmal gefragt, ob sie das extra für uns organisiert hatte, obwohl ich ihr gar nicht gesagt habe, dass wir da ein Stricktreffen machen. Aber war wohl nicht so. Die war eh super, auch die Bedienung. Die hat später auch sich die Sachen angeguckt, die wir gestrickt haben, und gefragt, wenn wir uns das nächste Mal treffen. Ich denke, die würde auch dazu kommen. Das war sehr lustig. So, jetzt habe ich schon, mein Gott, so lange geredet und euch nur richtig, was heißt nur, schöne Sachen gezeigt, ne? Ja, wenn ihr noch da seid, fange ich jetzt mal erstmal mit dem Gestrickten an und dann erzähle ich nachher nochmal was. Und zwar habe ich was fertig. Und zwar mehrere Sachen. Drei an der Zahl. Jetzt kommt wieder mein Weihnachtstischchen zum Einsatz. Apropos Weihnachten, drei Sterne hängen schon. Mal gucken, ob es noch ein bisschen mehr kommt jetzt die Tage. Ich hatte euch, glaube ich, hoffe ich, meine ich mich zu erinnern, das letzte Mal diese Handstulpe gezeigt. Nicht wahr? Ich glaube auch fertig. Und die andere angefangen vielleicht? Auf jeden Fall habe ich sie jetzt beide fertig. Das ist die zweite. Hier mit dem Daumen kann ich noch mal genauer zeigen auch. Appapa. Rutscht hier weg. So, da sind die Daumen zu nah. Vielleicht am angezogenen besser sogar. Ne? Da seht ihr das zugenommen. Und das ist oben drin. Ne? Also leicht zieht sich dann ein Faden, aber es ist halt wirklich keine Lochbildung. Genau, so nach meinem eigenen Prinzip herausgeklügelt, wie ich das mache. Ich habe auch schon die Anleitung niedergeschrieben, allerdings noch nicht nochmal korrigiert und so. Aber das werde ich in der nächsten Zeit irgendwann machen. Und ja, dann könnt ihr die auch bei Ravelry beziehen. Ich habe aber dann, weil weit kommen wir ja nicht mit einem Paar Handschuhen, habe ich noch ein zweites gemacht. Die sind noch nicht gebadet, deswegen sind noch so ein bisschen Leitern zu sehen hier, aber das geht weg, wenn ich sie das nächste Mal bade. Huch, so, genau. Das ist mein zweites Paar. Das habe ich auf dem Stricktreffen angefangen. Genau. Und davon gibt es auch schon die zweiten. Da, ja. Genau, die. Ja. Machen mir total Spaß, gehen irgendwie super schnell von der Nadel. Also für mich tausendmal schneller als Socken. Weil ja immer irgendwas passiert, außer also zwischendurch mal einige Reihen nichts hier. Aber sonst irgendwie passiert da immer was. Und das macht es irgendwie spannend. Und außerdem könnte man sogar ja noch ein Muster einarbeiten und so. Aber ja, mal gucken. Also es werden bestimmt nicht meine letzten gewesen sein. Ach so, das hatte ich ja, die Garne wollte ich vielleicht. Also das war ein selbstgefärbtes Garn, das Lila. Und das hier war vom Mondschaf ein Garn. Das hatte ich, habe ich leider jetzt hier nicht dabei mehr, die Banderole. Aber genau, sehr, sehr toll finde ich das auch. Das liebe ich. Auch mit dem Lila in Kombination, sehr cool. Und das hier ist ein Lana, ja, das habe ich sogar hier. Das ist ein Lana Gossa Garn. Und zwar die meilenweit Sojasoft. Also,
Werbesendung, sowieso hier, Dauerwerbesendung, blende ich aber auch am Anfang ein. Warum und wieso brauche ich nicht erwähnen, das weiß sowieso jeder, ne? So, das war fertig. Dann, ach, habe ich mir hier aufgeschrieben, als in Arbeit befindlich, ja, ich hatte ihn jetzt One Skein Shawl genannt, also ein Strangschal, also kurze Vorgeschichte. Ich hatte keine Lust mehr, irgendwas Aufwendiges, Schwieriges zu stricken und auch keine Handstulpen. Und wollte irgendwie einen einfachen Schal machen. Und also irgendwie war ich da inspiriert von der Katja von Fairy Kay auf Instagram. Weil die hatte halt einen Schal von. Naja, einen Schal, weiß ich jetzt gar nicht mehr von wem. Also mit dieser Fernerwolle, wo ich eben schon von sprach, einen Schal oder ein Tuch angefangen. Und irgendwie relativ simpel. Und am Anfang war das jetzt. Und irgendwie habe ich gedacht, ich will auch irgendwas Simples machen. Ja, es ist natürlich was ganz anderes draus entstanden. Ich habe dann nach Wolle geguckt und habe dann aber irgendwie nicht das Richtige gefunden. Und hatte dann aber einen selbstgefärbten Strang Wolle noch von der Sandra, Wollkekse Sandra, die ich ihr mal abgekauft hat, als sie ihren Stash ein bisschen veräußert hat. Und hatte auf einmal, wusste ich, ich muss den verstricken. Aber war mir halt nicht sicher, ob das reicht. Hatte sie dann gefragt, ob sie den nachfärben könnte. Sie war sich unsicher, hin und her. Naja, und ich hatte mich dann irgendwie relativ schnell entschlossen, ja gut, dann mach's halt nur aus dem einen Strang ein Tuch. Dann musst du gucken, wie du das Tuch hinkriegst, dass es trotzdem lang genug wird, dass ein Strang okay ist. Ja, habe ich dann gemacht. Und dabei rausgekommen ist das hier. Fangen wir mal hier an. Ja, ganz kraus angefangen, ein Lochmuster, wieder kraus. Noch muss ich mal gucken, wie rum. Ist ja blöd. So rum, Moment, falsch rum, alles nicht richtig. Sekunde. So, fangen wir so rum an. Also, so geht es. Wird dann Stück für Stück breiter. Der ist jetzt schwierig zu zeigen, weil der ist also hier gerade auf der Seite rechts und auf der linken wird er immer ein Stückchen breiter. Sieht man das? Und dann ist er auf der linken Seite gerade und ist auf der rechten Seite so. Also nimmt er natürlich wieder ab nach hier. Also er ist ziemlich lang geworden. Ich versuche mal, nee, das wäre ja wieder falsch rum, dass ihr so ungefähr seht, wie der fällt. Jetzt muss ich ein Foto einblenden, denke ich. Genau, da sieht man das so ein bisschen. So leichten Wellenzacken da drinne. Und dann ist es hier genau andersrum. Jetzt sind die Zacken oben. Sieht man nicht, wenn ich den so festhalte. Also so vielleicht. Ah, das ist ganz schwer zu zeigen irgendwie. Naja, das Prinzip ist so, dass es zwei Stücke sind, die ich gestrickt habe, die in der Mitte aneinander gestrickt worden sind. Genau. Und da ich zwei gleiche Stücke machen wollte und nicht die Muster immer wieder umdrehen und so, das hätte es halt komplizierter gemacht, habe ich die von außen nach innen jeweils gestrickt und habe dadurch, so treffen die sich mit dem gleichen Muster hier in der Mitte. Also ich sehe schon, das ist überhaupt nicht gut zu zeigen. Ich zeige euch trotzdem mal, wie er umgelegt aussieht. Und ich finde halt für einen Strang Wolle ist er wirklich lang geworden. Und viel. Also hier ist noch einmal hoch. Mal zeigen hier. Hier geht er noch bis da unten. Also man könnte es theoretisch auch noch mal hier so drunter stecken. Hat man dann richtig dicke Wulst hier, sage ich mal. Aber wenn man es ein bisschen leger tragen will, auch einfach so. Ja, war ich erstaunt. Ich habe gedacht, das wäre schwieriger. Aus einem Strang Sockengarnstärke sowas Großes herzukriegen, aber mit den entsprechenden Mustern und dem Spannen und so nachher überhaupt kein Problem. Guck mal, hier mal ein bisschen näher, dann seht ihr das mal. Also ich finde es ein tolles Tuch für ein Garn, das ja quasi alleine ist, wo es keinen Partner zu gibt, wie auch immer, kann man das wirklich gut machen. Ich habe hierbei auch wieder mitgeschrieben. Mal gucken, ob ich das irgendwann mal
ja, richtig ins Reine schreibe und euch anbieten kann. Ja, ich finde ihn schön, mir gefällt. Ich mag die Farben auch, tolle Färbung von der Sandra einfach auch. Wirklich, wirklich toll. Ja, den zweiten Strang, da war dann jetzt die Frage, nehme ich den trotzdem? Also ich hätte den genommen, aber sie hätte den halt auch behalten. Und dann habe ich gedacht, gut, dann behalte den, ist ja gut. Für sie war das auch sehr spannend, glaube ich, weil sie dadurch nochmal versucht hat, eine Farbe nachzufärben. Und das ist ja wirklich gut gelungen, glaube ich. Wir haben die jetzt noch nicht in Realität nebeneinander gehalten, aber egal. Sie hat ihre Erfahrung damit eine gute gemacht und ich auch. Und jetzt ja, sind wir beide glücklich, ist doch auch richtig so. Ja, das war der... Genau. So, gewerkelt habe ich sonst noch. Genau, ich bin nicht momentan sehr intensiv an meinem Tuch ohne Namen, dem Ito-Tuch. Aber der kriegt noch einen anderen Namen, denke ich. Und da bin ich gerade wirklich im Abschluss der ganzen Sache. Ich kann euch das nur ganz, ganz schlecht zeigen, weil das Seil viel zu kurz ist mittlerweile. Wenn ich das aufmache hier, habe ich Angst, dass mir diese kleinen Minimaschen runterfallen. Deswegen zeige ich euch das jetzt nur so ein Teil aus der Mitte. Muss ich gucken, wo vorne ist. Hier ist vorne. Okay, und zwar fing das ja hier oben an mit dem hellen. Und ach, ich habe den Marker versetzt. Ich trottel. Ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo ich letzte Mal war, aber ich war noch irgendwie im hellen Bereich, genau, da hatte ich ja angefangen, dann hier so einen leichten Farbübergang, dann kommt ein nächstes Lace-Muster, ich weiß nicht, sieht man, da sieht man es besser, genau, ich finde, ne, das weiße, ja, naja, genau, Lace-Muster, dann Plüsch nochmal, auch im Übergang zum Lila, sieht man das? Und dann kam ein nächster Lace-Teil und der ist halt größer, das Muster, deswegen ist das, glaube ich, schwierig zu erkennen. Doch, da sieht man was. Da sieht man was, ja. Da bin ich auch noch gespannt, wie das aussieht, wenn es gespannt ist. Und dann kommt hier unten wieder Plüsch, lila Plüsch. Und da kommt noch eine leichte Zackenkante dran. Also da bin ich jetzt dran als Abschluss. Und dann bin ich saugespannt, wie es gespannt aussieht. Mir so keck die Schulter zeigen. Ja, da bin ich wirklich in den letzten Zügen. Da werde ich heute Abend noch dran arbeiten. Morgen wahrscheinlich. Also ich denke, dass ich es morgen abketten werde. Glaube ich schon. Freue ich mich. Ja, ansonsten habe ich gerade nichts in Bearbeitung. Ich wurde hinterlistig gefragt, was denn in meiner Merit ist. Also dieser Jacke aus dem Hegebuch, die Jacke ist auch immer noch wunderschön. Ich habe es geribbelt. Es ist mir zu langweilig geworden. Ihr kennt das, das hat man mal empfohlen. Liegt überhaupt nicht an der Jacke, nicht an der Anleitung, nicht an irgendwas, liegt an mir. Ich habe es geribbelt. Ich werde aus der Wolle irgendwas anderes machen, was weiß ich noch nicht, aber... Es hat mich erleichtert, dass ich es geribbelt habe. Ja. Ja, vielleicht noch kurz zu dem, was ich heute anhabe. Also das ist nichts Halbes, nichts Ganzes. Ich glaube, ich mache das hier immer ab, eben weil wird mir doch ein bisschen warm. Das ist eine, naja, sowas wie eine Strickjacke oder ein Riesenmonster. Also eigentlich ist das eine Strickjacke nach der Anleitung von Silvi Rasch. Ein Videotutorial, was sie... 2 oder 3 Jahren rausgebracht hat. Ich weiß gerade leider nicht mehr, wie die Jacke hieß. Es ist aber so, dass ich die ab einem gewissen Punkt komplett also verändert habe, weil ich es anders haben wollte. Ich habe da unten auch Teile umgenäht. Das sieht man hier irgendwie was, wie auch immer. Also das ist jetzt so eigentlich ein Riesenlappen mit Ärmeln da drin, die aber auch ja sehr weit sind und also ist auch keine Kapuze, das ist nur so ein Umklappkragen und unten ist die gerade, ist meine Zuhause Rumgammel, ich fühle mich wohl Jacke und dafür, also ich liebe die irgendwie, also ich würde die jetzt nicht anziehen, wenn ich irgendwo hingehe, aber
Dafür ist die echt toll. Genau. Ja, das dazu, was ich heute anhabe. In Planung habe ich was. Boah, seit Wochen geht mir der Rose Cardigan nicht aus dem Kopf. Das sind Schuld. Die liebe Ellie, die den in einer so fantastischen Farbe strickt, mit Plüsch, also wie heißt es hier? Mohair-Garn, Mohair-Seide oder also Kitzsilk oder was das ist dabei. Dann die Nora von Cat and White. Die hat damit als erstes losgelegt. Ihre ist ja auch schon fertig. Ganz, ganz tolle Teile. Von Andrea Mori ist die Anleitung der Rose Cardigan. Ja, und ich habe lange hin und her überlegt. Und es ist ja auch ein großes Teil und dauert und bla. Und oh, ich muss den stricken. Hilft nichts. Gestern habe ich mich endgültig dazu entschieden. Hab geguckt, was habe ich in meinem Stash, was habe ich nicht. Und ich habe noch selbst gefärbte Wolle da. Ich habe jetzt aber auch noch mal Wolle bei Drops bestellt und vor allem die Kitzel zum Mitlaufen. Die Idee von der Ellie fand ich total super, dass man da, also der Rose Cardigan wird eigentlich in Sportweight gestrickt. Also nicht im Fingerring, Sockenwollstärke, sondern ein bisschen dicker. Und ich denke, wenn man dieses Kitzel mit der Sockenwolle laufen lässt, kommt das ungefähr aufs Gleiche raus. Und wenn es ein bisschen dünner ist, ist es auch nicht tragisch, weil es eine totale Oversize-Jacke ist. Und ich stehe ja gerade auf Flausch, Plüsch und sowas. Und naja, jetzt habe ich mir Kitzel bestellt. Ich hoffe, also heute hieß es, es ist schon verpackt und wird an den DHL-Mann übergeben. Wobei wir jetzt hier bisher nicht so Schwierigkeiten mit DHL hatten. Also toi, 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 dass die vielleicht morgen, spätestens übermorgen ankommt, dann kann ich loslegen. Und dann habe ich das in einer unserer Gruppen gesagt, also eigentlich meiner, ich sag mal, ehemaligen Teststrickgruppe. Dazu komme ich gleich noch. Und da stricken jetzt ein paar Leute mit. Also wie viel genau bin ich mir noch nicht sicher. Zwei glaube ich definitiv. Wenn ich da genaueres weiß, werde ich doch euch informieren darüber. Da habe ich mich dann total gefreut, dass ich das nicht alleine mache. Zumal das ja auch nochmal motiviert bei so einem großen Teil, wenn da andere noch ein bisschen mit dran ziehen an der Sache. Ja, das war so viel. Das habe ich auch alles hier nicht stehen. Ja, ich erzähle euch eben noch, muss ich überhaupt nicht der Reihenfolge nach meinen Notizen lang gehen. Ich habe, wer es auf Instagram gesehen hat, ich habe letzte Woche Freitag einen Kurs gemacht in Silberschmuckherstellung. So. Und zwar bei der, das zeige ich euch einmal, bei der Monika Hein. Und die gibt halt diesen Silberschmuck-Workshop, von dem ich erzählt habe gerade. So, das ist hier der Workshop und da unten seht ihr, machen wir das hier mal, so, seht ihr auch die Adresse und E-Mail und so weiter. Ich hoffe, es steht scharf. Ja, ne? Genau. Also wenn ihr aus der Nähe oder auch ein bisschen weiter weg, das lohnt sich da auch von ein bisschen weiter weg mal hinzufahren, also in der Nähe von Hörstel-Riesenbeck wohnt, dem kann ich das echt nur empfehlen. Sie bietet da verschiedene Kurse an und zwar geht es darum, also in diesem Grundkurs, in dem ich jetzt war, einen Anhänger selber herzustellen und zwar aus tja, diesem Art Clay Silver. Das ist die Verpackung von dem Zeug. Ich habe mir da mal eine Stibitz. Und zwar ist das sowas wie, naja, ich würde es vergleichen mit Ton. Aber es ist halt irgendwie 999er Silber und zwar so Silberstaub oder sowas und dann versetzt mit frag mich nicht was. Und das wird später gebrannt. Ich erzähle jetzt nicht den kompletten Ablauf. Und dann gehen diese anderen Teile raus und dann bleibt halt Silber übrig. Auf jeden Fall war ich da in diesem Kurs und das hat mega Spaß gemacht. Ich habe da echt mal, also sie kennengelernt, die Kursleiterin, das war schon total nett. Also super, da kam man so hin und dieser Raum war irgendwie super schön gemütlich eingerichtet. Also wir sind im Keller runter und man einfach vom Keller erwartet man, ja, so ein Keller, ne? Und ja, kann man ja auch nett und kleine Werkbank, wie auch immer. Nee, total nett, toll eingerichteter Raum, hat mich sofort super wohl gefühlt, gab Kaffee, Getränke, ein Stück Kuchen, also es war total nett. Ja, und da waren an dem Tag nur zwei weitere Teilnehmerinnen da. Das war, was aber für mich fand ich auch toll war, so ein schöner kleiner Kreis.
Und wir haben uns auch alle auf Anhieb verstanden. So. Und das war total schön. Es war echt ein richtig, richtig schöner Nachmittag. Ja, und dabei rumgekommen ist auch was Tolles. Ich weiß nicht, ob ihr es schon seht. Ich werde es mal abnehmen, damit ich das mal näher ran zeigen kann. Und zwar ist das mein selbst hergestelltes Stück, also mein selbst hergestellter Anhänger. Mal gucken, ob ich den irgendwie eingefangen kriege. Bitte scharf, seht ihr da was? Also ich weiß nicht, ob ihr das Muster so sieht, das ist so ein bisschen sternblumenförmig, wie auch immer. Ich bin total stolz auf das Teil. Also seitdem ich den habe, trage ich den. Also es ist seit langem mal wieder so, dass ich Schmuck trage. Und das hat halt irgendwie, ist das was Besonderes, weil ich es halt selber gemacht habe. Also klar, selbst, also na, ich habe Ohrringe, habe ich immer, aber so kleine von meinem Mann geschenkt bekommen. Ehering auch wichtig für mich. Naja, und jetzt das auch noch, was ich mir halt selber geschenkt habe. Also das ist eine ganz tolle Sache gewesen, hat mega Spaß gemacht. Ich glaube, ich werde auch noch mal einen Kurs bei ihr belegen. Ich will nämlich noch so einen Anhänger. Ja, also wirklich zu empfehlen. Jetzt kriege ich es nicht mehr dran, ne? Ist klar. Wirklich zu empfehlen, das zu machen. Also wer da auch sonst noch, also ich werde für die eine Website hat sie noch nicht, aber sie hat jetzt eine Instagram-Seite. Und kann ich Instagram-Seiten verlinken? Müsste ich können, ne? Dann mache ich das in der Infobox, muss ich gleich mal gucken. Ansonsten, ich zeige es euch noch mal kurz, da mache ich nämlich sehr, sehr gerne Werbung für, wo ihr sie findet, falls ihr da Interesse habt. Als ich das nämlich auf Instagram gepostet habe, kamen einige, die direkt sagen, oh, das ist ja toll und oh, würde ich auch gern machen. Und nachher kriegt man sogar so eine schöne Schmuckbox, wo dann der Anhänger reinkommt. Und ups, da geht er auf, genau, da lag der dann drin. Ja, das war also für mich einfach mal eine tolle, außerwollige Erfahrung, die mir super Spaß gemacht hat und weiß nicht, das war echt toll. So. Ja, das war mein Ausflug in die Schmuckecke. Dann, ja, was habe ich denn noch? Ach ja, dann wollte ich euch Bescheid geben, dass ich jetzt schon einen Ravelry-Account habe. Und zwar habe ich den jetzt schon mal angelegt, da ist noch nicht viel zu sehen, weil ich noch keine Anleitung reingestellt habe oder sonstiges, aber da mein Tuch, der Belated Harvest, ja, da komme ich gleich zu, veröffentlicht werden soll, auf dieser Seite, da, deswegen habe ich den schon angelegt. Und zwar findet ihr mich jetzt auf Ravelry unter Maschengedöns mit OE geschrieben. Groß geschrieben und OE, genau. Könnt mich da auch gerne anfreunden und so. Also seid da ein bisschen nachsichtig mit mir. Ich bin noch nicht so, also ich weiß, wie man Anleitungen sucht auf Ravelry. Ich habe mich jetzt ansatzweise beschäftigt, wie ich meine eigene Anleitung da hochladen kann, hoffentlich. Mit den Chats, Gruppen, Befreundungen und so weiter habe ich irgendwie noch nicht so den Plan. Aber ihr könnt mir ja vielleicht helfen und mich damit einführen, wie auch immer. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mal dann bei mir schauen kommt. Weil es jetzt auch so ist, dass ich euch jetzt nicht, aber jetzt im Laufe der Woche noch ein Video raushaue, in dem ich euch den Belated Harvest so richtig vorstelle und zeige. Und zwar habe ich mich dafür so entschieden, weil das für mich was sehr Besonderes ist, diese Anleitung geschrieben zu haben, die zu veröffentlichen, euch das Tuch zu zeigen, dass ich dachte, es braucht einen eigenen Platz, einen besonderen Platz so, ja, für mich, für euch, ich weiß es auch nicht. Das heißt, ihr könnt euch, wenn ihr wollt, darauf freuen, dass in den nächsten 2, 3 Tagen nochmal ein kleines Video kommt. Und dann ist es so, ich hatte ja versprochen, dass die Anleitung im Dezember veröffentlicht wird. Und wenn mit Ravelry hoffentlich alles so gut klappt, wie ich mir das wünsche, dann wird am Sonntag, sprich, jetzt überlege ich gerade, also am ersten Advent, es ist aber glaube ich der 2. Dezember, die Anleitung
auf Ravelry unter meinem Namen Maschengedöns zu kaufen sein. Ich hatte mir gedacht, der erste Advent ist doch irgendwie ein passendes Datum. Das ist gut, das passt, das macht es irgendwie rund. Ja, da freue ich mich schon sehr drauf und bin gespannt, auch aufgeregt. Das ist schon ja, eine komische Sache, sowas zu machen. Also komisch im Sinne von, man weiß nicht, was passiert. Guckt sich das überhaupt jemand an? Kauft das jemand? Oder wird das gar nicht beachtet? Also so, ich meine, ich weiß, dass 1, 2, 3 Leute mir schon gesagt haben, sie wollen das stricken, klar, aber irgendwie, ja, die Spannung bleibt. Ja, so, deswegen war es das für heute erstmal. Die Tuchvorstellung kommt dann noch. Da hoffe ich auch, dass ich, das muss ich irgendwie zur Zeit machen, wo Licht hier vernünftig ist, damit ich euch das auch vernünftig zeigen kann. Und ansonsten haben wir es, ne? Ja, sind wir durch für heute. Dann wünsche ich euch eine strickreiche Zeit. Hoffe, dass ihr die Woche dann nochmal reinschaut und ja, macht's gut, lasst euch von dem schlechten Wetter nicht betrüben, strickt viel, kuschelt euch ein auf der Decke, unter der Decke, auf der Couch oder wie auch immer. Wir lassen uns das so nicht vermiesen. Eigentlich das beste Strickwetter jetzt, ne? Na, dann macht's mal gut. Euer Maschengedöns.